Moin, sind ihr Füchse da draußen? Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Minecraft. Wir sind gerade frisch dabei, den Dachstuhl zu bauen. Und es nimmt doch so langsam und gemächlich Formen an. Ein Beam noch auf der Seite. Wir connecten dann auf der anderen gleich. Und dann müssen wir noch die Einzelschritte machen. Und dann haben wir das eigentlich soweit schon. Zack, alles richtig, alles gut, ja. Eins, zwei. Und wieder Modder darunter. Eins, zwei. Und nochmal wieder Modder darunter. Und eins, zwei. Soweit, so gut. Zack, 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 zack. Zack, jetzt können wir den ganzen Modder-Krams mal wegmachen. Das tut ja nicht Not, ne? Sieht auch nicht so schön aus. Die Leute sollen sich ja nachher wohlfühlen und nicht Modder über ihren Köpfen hängen haben, ne? Aber ich werde 100 pro irgendwo so einen Stabilitäts-Modder-Klotz vergessen. Irgendwo wird so ein Ding in Zukunft noch rumliegen. So. Siehst du, den hätte ich schon fast vergessen. Und nun geht's hier weiter. Okay, warte, da können wir eigentlich auch wieder mit Modder arbeiten. Ich hätte den doch nicht wegmachen müssen. So. Nee, ist doch doof. Nehmen alles zurück, ist doch doof. Zack. Eins, zwei. Eins, zwei. Zu, tu, 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 tu. Okay, hier geht's weiter. Modder. Eins, zwei. Modder. Eins, zwei. Es ist schon gefährlich, hier auf dem Dach rumzueiern, ne? Kannst jederzeit runterstürzen. Und ein grausamer Tod würde uns ereilen. Zwischen Zombies und Modderklötzen, die sich im Kreis drehen. Wunderbar. So, hier nochmal. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon gelernt, wie man coole Dächer macht, ne? Es bringt uns voran. Eins, zwei. Ich bin mal gespannt, wie das Ding dann am Ende aussieht, wenn man es dann auch verkleidet hat, ne? Und es hier nicht mehr reinregnet in mein grobes Konstrukt. So, und vor allen Dingen freue ich mich, wenn da ein Boden drin ist, ne? Dass ich nicht mehr über meine komischen Behelfswege da gehen muss. So. Noch ist Holz da, ne? Alles noch entspannt, es ist noch Holz da. Eins, zwei. Eins, zwei. Huch. So, guck mal. Okay. Dann wollen wir jetzt entspannt und vorsichtig die schützende Modderschicht entfernen. Soweit so modderig. Und machen dann jetzt mit den Einser-Dingern weiter. Gleiches Spiel hier, ne? Modder, ein Ding. Modder, ein Ding. Und eins unten drunter geklippt. Weiter geht's. Hier ist das nächste. Modder, eins. Modder, eins. Und eins drunter geklippt. Hier erwartet uns das nächste. Ja, du Zombie da unten, bleib mal ganz ruhig, ist alles entspannt. Du willst, ne? Alles wird gut. Er muss sich mal ein bisschen beruhigen da. Zack, zack, zack. So. Okay. Passt. Zack, zack, zack. Auch hier wieder die Schutzmodderbeams entfernen. Bäh.
Ach, herrlich. Die Sonne geht langsam wieder auf. Wunderbar. Dann wird es auch wieder schöner hier. Herrlich, oder? Mit den Wolken da. Das Schloss da in der Ferne. Es ist schon schön geworden hier. Ich bin mal gespannt, wie sich es noch so entwickelt. Also die Taverne wird bestimmt einige Gäste anlocken. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, jetzt hängt da der Modder rum, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. So, weiter geht's. Wir nähern uns zumindest, was das angeht, jetzt langsam der Vollendung. Zack. Hupala, naja, dann sammeln wir mal eben ein, was runtergefallen ist, ne? Wenn wir jetzt eh runtergefallen sind, können wir den Moment mal kurz nutzen und Schrott einsammeln. Bevor er despawnt. So. Sollte erstmal passen. Werfe mal einen Blick aus der Distanz drauf. Ja. Das sieht doch langsam aus, oder was? Wir machen es eben fertig, dann machen wir mal noch einen Blick aus der Ferne. Dass man das nochmal genießen kann. Was wir hier wunderschönes zusammen zimmern. Ups. So. Du. Entrinden und weiter geht's. Hier geht's weiter. Nächster Beam. Wieder ein da unten drunter. Du. Da gubelt noch eine Spinne rum. Ja moin, lass die Zeit, ne? Ach, kacke. Bald war's das hier. Da wird hier nicht mehr rumgekrabbelt. Da wird hier getrunken, gefeiert, gesellig gewürfelt, ne? Was man so macht. In einer Kneipe. So. Das war das. Oh. Au. Lass mal schnell ein Brot reinziehen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Leben tatsächlich. So, das machen wir mal weg. Ups. Und jetzt werfen wir mal aus der Distanz einen Blick drauf, wie das denn so wirkt bis jetzt. Was wir da zusammen gebastelt haben. Das wirkt auf jeden Fall sehr mächtig. Wir müssen noch ein bisschen höher. Das wird ein ganz schön mächtiges Ding. Dann kommt ja noch so drumherum, ne? Es wird vielleicht doch etwas eng hier. Was ein riesiges Kavenzmann! Aua! Von Taverne. Ich muss dieses Ding hier zubauen. Das macht mich wahnsinnig. Dieser Graben. Ja. Gut. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie es weitergeht. Oh, es hat sich ausgelockt. Moment. Einmal meinen Fingerabdruck da drauf drücken. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, vorne und hinten hat er jetzt so komische. Weiß ich nicht. Das sind so weiße Blöcke.
Da muss ich mir gleich irgendwas überlegen, was wir da nehmen, weil das kann man natürlich dann später sehen. Dann wird das oben verbunden. Okay, in so Doppelreihen. Das machen wir als nächstes. Wir gehen jetzt weiße Blöcke suchen. Also, ich mache uns mal eben entspannt eine Werkbank. Die knölzen wir uns einfach hier hin und jetzt gehen wir mal auf Suche, was blockmäßig denn gehen würde. Was haut denn da hin? Gemeißelter Quarzblock. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Dein Ernst jetzt? Hör mal auf mit der Scheiße. Das ist noch nicht mal fertig und du willst dich da schon ansiedeln. Wolltest schon ihr Netz bauen, weißt du? Kannst dir nicht ausdenken. So, nochmal eben gucken. Blöcke. Also, gemeißelter Quarzblock gefällt mir ganz gut soweit. Das könnte gut werden. Schnee ist doof. Polierter Diorite könnte auch gehen. Quarzsäule ist nicht so geil. Nee. Knochenblock, nee. Tatsächlich wäre es der gemeißelte Quarzblock. Da. Dafür brauche ich Quarzstufen. Und dafür... Hä? Wir brauchen einfach nur Quarz. Wir brauchen Quarz. Okay, wir gehen mal zurück nach Hause. RPTP Fuchsturm. Au. So. Ich glaube, unsere Quarzvorräte sind verschwindend gering. Jetzt mal die Frage. Ja doch, es ist mal... Also ich glaube, in seinem Texturpack ist das Wolle und die Wolle hat einfach andere Farbe. Ich will natürlich jetzt nicht... Ich möchte das schon gerne mit dem Original Texturpack machen. Das heißt... Das muss da auch... Das darf in anderen Packs halt nicht scheiße aussehen. Deswegen muss das so gehen. Das ist Sand. Das ist Andesite. Habe ich überhaupt Quarz? Da ist ein Quarzblock. Oh nein, und ich glaube, den machen wir aus... Bist du in die... Ich wollte gerade sagen, Tag jetzt immer in die Treppe verirrt. Muss auch mal sein. So, wir gucken uns das mal an. Wenn ich da hingehe, habe ich hier den gemeißelten Quarzblock. Okay. Wir bauen den mal auf und gucken mal. Sieht doch scheiße aus. Ne, das ist es nicht. Dann ist es vielleicht doch Diorite. Das kommt dann am nächsten ran. Dann nehmen wir Diorite. Und zwar den polierten. Pack den mal eben hin. Ja. Der ist passt. Den nehmen wir. Dann hat er irgendwie das andere, kann ich gar nicht sagen, was das ist. Da werde ich auch einfach Diorite nehmen. Ich werde das nicht abändern. Okay. Schon werden wir kreativ. RPTP Fuchsturm. Fuchstaverne. Uff. Okay. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Wunderbar. Und machen das Ganze jetzt auch nochmal mit unseren Diorite-Blöcken am Rand, weil den äußeren Bereich, den kann man nachher halt sehen. Ne? Und deswegen macht man das natürlich so, dass das gut aussieht. Und den packen wir direkt da drauf. Das heißt, hier hin. Dann dahin. Eins, zwei.
Moin, moin, Mode. Eins, zwei. Moin, moin, Mode. Eins, zwei. Schmerzen. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann lediglich noch den Unterstützungsmodder entfernen. Hup, hup. Schon kann nichts schief gehen. Und dann machen wir hier noch wieder Uhr. Einer und einer. Ne, irgendwie haut's nicht hin. Wunderbar. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir's. Einer, einer. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Wunderbar. Und jetzt müssen wir dann noch die beiden mittleren Teile verbinden mit noch mehr Holz. Und hier geht's weiter. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Na komm. Läuft doch, würde ich sagen. Das läuft. Oh, scheiße. Verkackt. Da hatte ich so einen guten Lauf, dass ich verschissen habe. So, okay. Weiter geht's. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Oh, wieder. Gibt's doch nicht. Bist du ungeduldig? Okay, vorne noch die Unterstützungsmodder eben wegmachen. There we go. Damit wäre das soweit abgeschlossen. Ich lasse euch noch diesen schönen Ausblick, während ich weiter gucke, wie es weitergeht. Okay. Jetzt wird's interessant. Wir müssen ganz woanders hin. Ich versuche mal so viel wie möglich meiner Unterstützungsgerätschaften schon mal wieder mitzunehmen. Alles wird sicherlich nicht. Ne, das war's schon. Okay, jetzt müssen wir irgendwie da runter, ohne zu sterben. Ja, das geht doch so. So kann man es überleben. Zack, das brauchen wir nicht mehr. Eben alles fix eingesegelt. So. Nun. Ob ihr es glaubt oder nicht, hier geht's weiter. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen den Berg abtragen. Boah, werden wir landschaftsarchitektenmäßig wieder aktiv? Sehr schön. Oh, ist das schon wieder so weit, um Gottes Willen. Ja, Hahn ist so gut. Entspannen Sie sich. Sie müssen sich entspannen. Gehen noch ein Stückchen Tee.
Meine Lieben, ihr habt den Hahnkrieg gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an der Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.